Hoffi, in Köln habt ihr ein ganz wichtiges Spiel gewonnen. Wie groß war die Erleichterung bei euch nach Abpfiff? Ja, sehr. Also wir haben hart dafür gearbeitet, war ein sehr schweres Spiel. Wir wussten, dass es schwierig wird und ja, wir mussten unbedingt punkten und gegen die Konkurrenz mussten wir gewinnen und das haben wir dann ja super gemacht. Ja, super Leistung der Mannschaft. Die erste Halbzeit war ziemlich zäh, kann man sagen. Dann seid ihr auch noch in Rückstand geraten, habt das Ding aber am Ende noch gedreht. Ist das vielleicht auch so eine neue Stärke, dass man sich von Rückschlägen jetzt nicht aus der Bahn werfen lässt? Ja, das stimmt. Wir haben in der Hinrunde viel, viel kassiert gegen uns und ja, haben jetzt in den letzten Spielen auch ein bisschen das Glück auch, was uns in der Hinrunde gefehlt hat. Und ja, wir haben jetzt eine super Mannschaft, super Charaktere und da hat man gesehen, was für eine Mentalität auch in der Mannschaft steckt. Und ja, das hat uns nicht umgeworfen. Wir haben einfach unseren Plan weiterverfolgt und haben das dann ja eindrucksvoll dann mit 3 Toren dann ja. Das 3 Tore machen wir natürlich umso besser. Ja, 3 Tore, vor allen Dingen dein erstes zum 1:1, war natürlich ein echt schönes Ding, dieser Lupfer. Hast du da gesehen, dass der Torwart vielleicht nicht optimal steht? Vielleicht kannst du das Tor noch mal kurz aus deiner Sicht beschreiben. Ja, es ging alles sehr schnell. Ich musste schnell entscheiden und ich habe im Augenwinkel gesehen, dass er ein Stück zu weit vor ist und links kam ein Gegenspieler und dann ja, hab ich's riskiert und habe den Ball auch perfekt getroffen. Und ja, es war natürlich sehr wichtig für uns, dass wir da direkt zurückkommen. Sonst ist es schwierig, gegen tiefstehende Kölner dann auch zu spielen. Und ja, danach hatten wir dann eine zweite Luft und ja, da lief dann alles wie am Schnürchen und ja, haben uns dann belohnt dafür. Ja, dann das 2:1 nach dem Freistoß von Christoph Menz. Habt ihr mittlerweile geklärt, wem das Tor gehört? Ja, ich gönne es ihm auf jeden Fall, aber ich war ein bisschen mit den Haaren dran, aber am Ende wurde es ja für ihn, glaube ich, gezählt und ja, es ist mir jetzt auch egal. Also ich gönne es ihm, war ja auch sein erstes Spiel von Beginn an und dann sofort mit dem Tor beim Ex-Verein auch und ja, haben wir auf jeden Fall geklärt. Ja, ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ich glaube, offiziell bist du sogar der Torschütze. Okay. Ja, aber gut. Ja. Generell so als Stürmer, man sagt ja oft, dass man den Torerfolg braucht, weil man sonst vielleicht, wenn man zu oft scheitert, irgendwie ein bisschen gehemmt ist im Abschluss oder es fehlt einfach so ein bisschen das Glück. Ist das so eine Floskel oder sagst du, das stimmt schon? Ja, wir Stürmer werden ja oft daran gemessen, dass ja, an den Toren und gar nicht so. Aber ja, ich mache relativ viel für die Mannschaft vorne, versuche den Gegner früh anzulaufen und ja, das sieht der Trainer auch und wir haben darüber gesprochen und ja, die Tore werden dann automatisch kommen, wenn alle hart arbeiten für die Mannschaft, auch defensiv. Ja, und jetzt hat es geklappt und ich werde da weitermachen und dann wird das auch mit Toren belohnt. Generell ist euch der Start ins neue Jahr auf jeden Fall geglückt mit 3 Siegen aus 4 Spielen. Ja, was sind für dich die Hauptgründe, dass ja, der Trend jetzt gerade nach oben geht? Wir haben ja schon am Ende der Hinrunde gezeigt mit dem Cottbus-Spiel und mit dem Karlsruhe-Spiel, dass wir stabiler geworden sind, auch defensiv. Und das ist die Grundlage in der Liga. Also, du kannst nicht ja, so offen spielen. Dafür sind die Mannschaften viel zu gut und ja, hatten vielleicht auch eine etwas junge Mannschaft in der Hinrunde. Und jetzt haben wir viele erfahrene Spieler auch dazu bekommen. Und ja, man sieht einfach jetzt die Charaktere stimmen. Die Defensive ist jetzt viel besser und ja, wir haben im Trainingslager sehr gut gearbeitet unter guten Bedingungen und ja, ich hoffe, es geht so weiter. Das hoffen wir auch. Ja, kommen wir mal zum nächsten Spiel. Das ist jetzt Samstag gegen Unterhaching. Wo liegen für dich die größten Stärken des kommenden Gegners? Wir kennen Unterhaching ja noch gut vom Hinspiel, leider, und ja, sind da untergegangen ziemlich und aber ja, das wollen wir wieder gut machen, auch klar, eine sehr spielstarke Mannschaft. Haben jetzt, glaube ich, noch keinen Punkt geholt in der Rückrunde, so wie ich gehört habe. Aber das ja, spielt keine Rolle. Also sehr offensiv spielende Mannschaft und wir müssen defensiv richtig gut stehen. Und dass wir ja, Fußball spielen können, das haben wir gezeigt. Und wir müssen einfach mutiger spielen. Und dann mit den Fans im Rücken natürlich, wie gegen Rostock, ja, können wir auch jeden schlagen. Unterhaching hat jetzt mit Stefan Hein den besten Torjäger aktuell der dritten Liga in den Reihen. Ihr kennt ihn ja auch noch aus dem Hinspiel, hat auch getroffen. Ja, muss man auf ihn besonders aufpassen? Ja, ihn speziell auf jeden Fall.
aber auf die ganze Mannschaft. Die sind gut im Kollektiv, arbeiten gut als Team und ja, da müssen wir einfach hellwach sein und wir wollen hier ja, den Aufschwung wollen wir mitnehmen hier mit den Fans und ja, das Spiel besser bestreiten als wir gegen wen. Genau, du hast eben schon angesprochen, sie sind mit 2 Niederlagen ins neue Jahr gestartet, haben aber auch erst 2 von 4 Spielen gemacht, weil 2 ausgefallen sind. Glaubst du, dass das vielleicht für euch noch ein Vorteil sein kann, dass sie vielleicht noch nicht so diesen Rhythmus haben? Das kann schon sein. Also ja, wir haben jetzt 2 Spiele mehr gemacht als Unterhaching und sind gut drauf und ja, wissen auch, dass sie jetzt noch kein Erfolgserlebnis hatten in diesem Jahr. Vielleicht ja, können wir da, wir wollen von Anfang an direkt Druck machen und ja, zeigen, dass hier nichts zu holen ist und ja, mit den Fans, die auch in Köln mit so vielen Leuten da waren, war einfach unglaublich und ja, wollen wir hier zu Hause das Spiel gewinnen auf jeden Fall. Alles klar, wir drücken euch die Daumen, viel Erfolg. Dankeschön.